journal. This time of the year. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Words Beyond the Page. Ich hatte meine kleinen Probleme am Anfang, weil nichts so richtig erklärt worden ist, aber ich finde dieses Spiel unheimlich süß. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir werden einfach mal weiter loslegen. It gets dark so early. Ich habe übrigens, bevor ich das jetzt mache, das Problem gehabt, deswegen, was ihr jetzt nicht seht, aber ich habe jetzt nochmal neu gestartet. Zum Glück konnte ich einfach rausgehen und nochmal neu reingehen, dann hat er automatisch gespeichert. Ich denke mal, dass das bei jedem Kapitelende ist oder vielleicht auch immer, wenn man rausgeht, das weiß ich jetzt nicht. Weil das Problem war, dass ich dieses Glühwürmchen hier nicht hatte. Das heißt, wenn ihr das auch haben solltet, dann startet einfach nochmal neu. Ich bin übers Hauptmenü rausgegangen und dann wieder reingegangen. Das nur zur Info. Like the day is just an accident. And the night is how the world really works. Stars and fireflies glowing in the dark. Ich dachte schon, bei dem Weißen knall ich jetzt durch oder so. I've never actually seen a firefly. Do you think that matters, Journal? Ich habe vor, eines Tages mal eins zu sehen. Glowing things are cool. Especially in nature. Also leuchten nehme ich mal an, dass ich die jetzt zum Leuchten bringen muss, wa? Ja, dachte ich mir schon. Ja, ein bisschen tiefer, damit ich da hochspringen kann. So. On holiday in Wales, Gran and I would go to the beach and look up at the stars. Ach so, nehme ich draufspringen. But one night, we looked down instead. The stars were shining in the water. It was like the sky got flipped upside down. We took off our shoes and socks and waded into the water. As we walked over the pebbles. Die kann man nicht nehmen. Kann ich da drauf? Ah. They glowed beneath our toes. Ah, ich muss schon ganz ehrlich sagen, es ist schon sehr, sehr, sehr geil gemacht. Alleine von der Idee her. Gran said it was called bioluminescence. Tiny plankton in the water being moved back and forth by the tide. Okay. Ich ahne, worum es geht. Wenn ich da hochkomme, heißt das. Ich weiß nicht, ob ich das Wort unten nehmen kann. Ah, nee, es geht doch so. I knew it was just little creatures. But it felt like magic. Okay. Soll ich jetzt hier... Achso, ich wollte gerade sagen, soll ich jetzt hier alles machen? I got up very early the next morning. I sneaked into the kitchen. Got a jam jar and went down to the shore to where I'd seen the plankton. Okay. Geht das? Ja. Ah. Okay. Gar nicht so doof. That evening, I was so excited. I carefully put the jar on my bedside table. Die tollste Nachtlampe. But it didn't glow. I was devastated. Das Glas blieb finster. Kann ich denn... Nee, ich kann ja einfach nur hoch, ne? Ah, ich bin so schlau. I showed Gran the jar. She laughed. Gran always says,
Okay, die Natur kann man nicht einfach zustöpseln. You can't put a cork in nature. They need sunlight and nutrients from the tide. Gran knows about those things. She used to be a marine biologist. Ah, okay. Die Natur ist cool, unkompliziert. Gran bought some special algae that would grow at home. We spent the whole day planning it. Ah, wollt ihr mich jetzt verarschen? Oh Gott, oh Gott, ich denke mal Kieselsteine nach unten, oder? Pebbles. Sand. Ach, den hätte ich vielleicht als erstes reintun sollen. Sand. Beleuchtung kommt ja mal oben Lights. rein. Ach so, ich muss das gar nicht. Ach so, okay. A house. Corals. Company. Water. Glass stones. Ach, solche Glassteine, okay. We took pictures for Gran's photo album. For our future selves to remember. Okay. How the tank took ages to fill. How we took turns stirring the algae in. How happy we were when we had it all set. Just needs time to develop, said Gran. Okay, da kann ich aber so hoch springen, glaube ich. Und dennoch Wissenschaft, ja. After 6 days, the algae was ready. I put the tank on my desk and ran my finger through the water. My own bit of magic. Wie lange muss ich das machen? Oder muss ich jetzt erstmal das Ding oben kriegen? Als etwas Unglaubliches passierte. Ah. Izzy. Geht noch. Okay. That was Mum. She just got a call. She has to leave now. It sounded really bad. I have a weird feeling in my stomach. Okay. Das hört sich sehr medizinisch an. Something I don't know how to deal with. We just heard that Gran has had a stroke. I don't want to believe it. I can't lose her. Robin woke from a hazy, distant dream. Something unnatural had stirred her from slumber. Okay. What's that noise? Eldereva? Oha. Robin, a giant creature is attacking our village. Attacking? I thought the fireflies protected us. There must be something wrong. Get to the tree at once. Hurry. Sofort, Grandma. What creature could have caused this? And suddenly, Robin was surrounded by smoke and cinders. Aber ich kann As nicht she brennen, oder? hurried past the crackling rooftops, her concern grew. Hey, Robin, you gotta hide. You can hide with us. No, there's no space. Okay, find your own hiding spot then. Ja, geil. Broken. Nein, da ist gar nichts kaputt. Ich muss nur die Kombination wieder hinkriegen. She looked at her burning treetop village. This was all she knew.
this was home. She needed to get to the Fireflies. Okay, also so wie sich das anhört, ist das... She needed to keep everyone safe. So ein bisschen ihre Fantasie aus dem, was sie erlebt. Und das, was in den Büchern steht, ist halt das, was sie erlebt. Aber sehr schön Robin, gemacht. Help me out. I'm trapped under this thing. Ja. Oh, thank you, thank you. Never thought I'd be so glad to see my feet again. Eine wahre Freundin no, bin ich. No, no. I need to get to the Firefly tree. Nein. The bridge was beyond repair. Ah, okay. Okay. One step at a time. Das auch? Ah, verstehe. Okay, wenn es aber einmal repariert wurde. Ach, das habe ich jetzt drin. Sehr schön. Dann bleibt es auch so, so wie es aussieht. Word magic. Ja. A terrifying noise echoed from beyond the village gates. Ich hätte ja zuerst gesagt, das ist ein Drache, aber... Robin rushed out to meet it. Soon she would prove herself as the new village guardian. I can do this. Right, Firefly? Right? Läufst du mal? Hallo. But she could not deny the creeping terror. The earth yawned below her. Okay. Phew. Made it. That was scary. This tree did not comfort her. Das haben sie schon mal gesagt. It was as scared as she was. With nobody around to extinguish them, fires burned out of control. Stay with you. Others are fleeting. Okay, das heißt, das ist... Nee, die, das bleibt aber. Ach nee, es ist weg. Tatsache, okay. A strange blaze crackled ahead. Is that fire? I've never seen a flame like that before. Ach so, die waren das. Okay, okay, okay. Sieht so anders aus jetzt. Nein, du sollst nur das schweben lassen. The sacred bell lay silent on the ground. Okay. Kann ich... Achso, nee, die kann ich reparieren, oder? Ich wollte sie jetzt eigentlich schweben lassen, aber ist okay. So. Nearly there. Oh no. No, no, no. Where are the other fireflies? Fireflies?
Please be here. Please be here. Soon, the dreadful realization dawned on Robin. The fireflies were gone. A new determination rose in her. She would find. Sie wollte Rache, genau. Nein, das machen wir natürlich nicht. Wissen möchten wir natürlich auch, wo die hin sind, aber wir möchten sie natürlich holen. The Fireflies. Elder Ava! Something took the Fireflies. I know. Our people will fall sick without them. Don't give up hope. I'll get the Fireflies back. I'll make everyone better. I promise. Go, and may the love of this village guide you. Always. Robin took a deep breath. She knew what she had to do. She was the guardian. She would bring the Fireflies back home. The earth could fall away beneath her. But she would not be stopped. This was further than she'd ever been before. And yet it was exhilarating, wondrous, and terrifying. Fear was at her side, and hope in her heart. But things were about to get worse. Much, much worse. Oh, doch ein Drache? A dragon. It's big. But Robin would not slow down. Not for crumbling paths. Ach so, Das war jetzt nicht so clever, ich weiß. Okay, auf jeden Fall sind wir dann an der gleichen Stelle, das ist schon mal gut. Not for giant monsters. She would make it answer to her. No matter what. She would catch the dragon. Oha. No, wait! She raced forward. Ja, soll ich das wirklich machen? Okay. And leapt. Okay, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war.